Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Burnage und willkommen zu einem neuen Part von Road to Commander in Black Ops 2. Und im letzten Part haben wir Stufe 27 erreicht und wir haben das allerbeste Emblem der Welt, definitiv. Ja, ich habe die Tipps von ein paar von euch zu Herzen genommen und habe mich warm gespielt, bisschen in einem Spiel nur, aber besser als nichts. Gegen Bots, so dass ich keine Level aufsteige, weil ich darf ja nicht spielen, sonst steige ich Level auf und das wäre alles andere als gut. Ich starte schon mal ein Spiel und ja, was ich erzählen wollte, und zwar wollte ich, oder habe ich mir überlegt, ob ich mal einen Livestream mache zu Road to Commander. Und übrigens, meine Hände sind extrem kalt. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt, aber wenn die Hände kalt sind, dann kann man meistens sogar schlechter spielen, aber ist jetzt vollkommen egal. Und zwar habe ich mir überlegt, einen Livestream zu machen in Road to Commander. Das würde dann ungefähr so 2 Stunden am Abend gehen. Und das wären ungefähr 4 Parts, oder 4, 5, 6 Parts ungefähr. Und den Livestream würde ich dann hochladen. Ich weiß nicht, wenn ihr das wollt, lasst es mich ruhig in den Kommentaren wissen. Und wir spielen jetzt Team Deathmatch wieder mit meiner Lieblingswaffe bis jetzt, die SWAT 556. Ich finde die Waffe so geil. Vor allem, weil ich ein Fan von Dreierburst-Waffen bin, deswegen bevorzuge ich die Waffe extrem. Also los geht's! Und ja, wir haben fast die Hälfte geschafft. Ich glaube, es geht in Black Ops 2 bis Level 55. Die Map habe ich übrigens auch nicht so oft gespielt, also es geht so. Und da haben wir unsere ersten Gegner, die nicht wissen, was es hier geht, die keine Ahnung haben von ihrem Leben. Und lass uns hier rüber gehen. Ja, ja, definitiv, Alter. Gut, ihr seht schon, ich habe mich nicht so richtig gut warm bespielt, also keine Ahnung, ich mache gerade extreme Fehler. Also es ist auch nicht, es ist echt so ein Unterschied, ne? Gegen Bots oder gegen echte Menschen zu spielen, deswegen finde ich immer... Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ich campe gerade, Oh mein Gott, ich hab so gecampt gerade. Ernsthaft, Alter. Okay, da ist er. Tut mir leid, ernsthaft. Es tut mir so leid für mein schlechtes Spielen, Alter. Ich schäme mich extrem, ey. Ach, Mann, Danny, Alter. Ach. Diese Zeiten, ey. Als du noch alle geraped hast. Diese Zeiten. Und dahinter dir, ist ein Sniper, du Penner. Guck doch mal nach, Alter. Ich will nicht schon wieder flamen, aber mein Team macht schon wieder gar nichts. Da ist er. Gut gemacht. Kriegst einen Keks. So, da kommen jetzt welche. Habe ich noch Munition in dieser Waffe? Ja, habe ich. Alles klar, ich nehme mir... Mein Aim! Was zum Teufel ist mein Aim los? Nein, was macht der da? Hallo, ich bin hier. Wo geht der lang? Scheiße! Ich hätte die kommen sehen müssen. Na, nicht so schlimm, Leute. Nicht so schlimm. Alles gut. Aber ich merke, ich habe mich echt verschlechtert. Also, ich muss sagen, es gibt ja, ihr wisst ja, es gibt ja verschiedene Call of Duties. Und was ich sagen wollte, und zwar Black Ops 2, gebe ich auch ganz offen und ehrlich zu, ist eines der Call of Duties, wo ich etwas schlechter bin. Also es gibt ja Leute, die sind zum Beispiel in... Ich bin zum Beispiel in MW2 sehr, sehr gut. In MW2 oder in Ghost bin ich auch relativ gut. Drohne nähert sich. Und so weiter und so fort. In... Hier bin ich... Kann ich auch was auf jeden Fall reißen. Aber ich bin ganz ehrlich... Es gibt bessere Spieler in Black Ops 2 als ich, mich. Den haben wir locker wirklich aus der Hüfte easy weggeholt. Wow, wie viele Leute kommen, Alter. Denkt ihr, die kommen alle hier lang oder von links auch? Nein! Oh, Danny! Oh, kein Problem, Leute. Ich habe alles zur Kontrolle. Was für eine... 9 zu 5. Ich bin trotzdem Erster. Da ist einer, Haben wir geholt. Beide legen sie locker wirklich aus der Hüfte. Okay, jetzt campen wir hier mal eine Runde. Ich wette, von hier kommt gleich einer. Ich werfe meine Granate dahin. So, der Nathan damit die geblendet werden. Oh, der hat mich nicht gesehen. Mann, ist das ein Bulli, Alter. Lern spielen, ey. Okay, nein, oh nein, nein. Oh nein, ich hab vergessen, dass man das springen muss. Wie peinlich. Oh Mann, Danny, bitte. Übrigens, es tut mir wirklich leid, dass Road to Commander wieder in der Woche mal nicht kam. Ich werde aber versuchen, auf jeden Fall das täglich wieder hochzuladen. Nur, ich müsste, wisst ihr, was ich machen müsste? Eine Uhrzeit, also das mache ich beim nächsten Road to Commander am Anfang definitiv besser. Und zwar eine Uhrzeit festlegen, wann das immer kommt. Also um welche Uhrzeit, täglich um welche Uhrzeit. Und ich werde von hinten kommen jetzt ein paar Leute. Bin ich mir zu 100%ig, ja. Nein, ich kann nicht spielen, Alter. Ich kann nicht spielen. Aber das liegt auch daran, weil meine Hände extrem kalt sind. Und ich kann einfach nicht spielen, wenn meine Hände kalt sind. Das geht einfach nicht. Okay. Also ihr müsst doch wissen, dass ich mich mal schäme, wenn ich schlecht spiele, weil ich bin eigentlich wesentlich besser, nur keine Ahnung, was da los ist. Vielleicht, weil es ein Live-Commentary ist, aber ich weiß es nicht. Und ich will halt, auch wenn das nicht das Wichtigste für mich ist, aber es ist einer der wichtigsten Sachen für mich, dass ich gute Gameplays spiele.
Da ist einer, da ist einer. Komm, Team, hol ihn, hol ihn. Team, hol ihn. Team. Wir gewinnen diesen Kampf. Okay, ich glaube, der ist tot, oder? Ja, ist er. Verbündete Lone Star, das Wichtige ist, guck mal den Score an. 62 zu 36. Wir gehen ab wie Schmitz Katze. Oh mein Gott, das hat meine damals meine Lehrerin immer gesagt. Was geht denn ab hier? Ihr geht ja ab wie Schmitz Katze. Alles wird gut, ab, ich mir immer. Auch du nimmst mal Drogen, Herr Lehrer. So, gut, laden wir mal nach. So, jetzt warte, mein Teammate hier machst du sehr gut. Und der Blitzschlag hat alle getötet. Ja, natürlich! Ich kann nicht mehr spielen, Alter. Ich bin der schlechteste Spieler der EU, Alter. Guck mal, der ist Deutscher. Hi, hallo. Ich bin auch Deutscher. Oh mein Gott, ich bin nicht mehr Erster. Wie peinlich. Ich kann das nicht hochladen, Alter. Ich will das auch gar nicht hochladen, Alter. Aber ich muss, sonst wisst ihr... Ach, komm. Okay, das ist mir echt peinlich gerade, ey. Ohne Scheiß. Deswegen machen nicht so viele Leute ein Road to Commander. Ja, natürlich. Genau deswegen. Und merkt ihr eigentlich, ich lege mich in jedem Part immer wieder auf. Immer wieder. Einfach, weil ich es nicht abkann, dass ich so schlecht spiele. Ach, Mann. Diese Treue wird belohnt werden. Ich bin definitiv der schlechteste Spieler im Moment in ganz Black Ops 2, ey. Keine Ahnung, ich mache mal meine Hände ein bisschen warm. Oder ich könnte auch die Heizung anmachen, aber... Vor allem diese Wohnung ist übel kalt, in der ich wohne. Keine Ahnung, was da los ist. Vielleicht auch, weil es Winter ist. Naja, eigentlich nicht mehr, aber trotzdem. So. Oh, jetzt müsste es gehen. Ja, das hätte ich vorher machen müssen. Dann hätte ich auch einen guten Score bekommen. Gut, langsam sollte ich den Orbitalsatellit haben. Level 42 erst, das dauert noch eine Weile. Level 28, da haben wir etwas freigeschaltet, in der, wo ich mich erinnern konnte. Und zwar war das die S-Mine, endlich. Eigentlich bin ich persönlich nicht so ein Fan von diesen Camper-Gegenständen. Allerdings muss ich sagen, dass die S-Mine einfach ganz gut ist eigentlich, weil viele sind so einfach zu blöd, um sich zu ducken. Beispiel ich. Und ja, deswegen bevorzuge ich die S-Mine. Und wieso zum Teufel habe ich hier zweimal die Schrotflinte denn, ne? Nur Jesus weiß es, nur Jesus, ne? Auf jeden Fall. Wow, ja! Geil, Alter. Oh, ich freue mich mal so, wenn ich Waffen freischalte, ne? Das erinnert mich irgendwie ein bisschen an Battlefield. Weil immer in Battlefield ist es so, immer wenn ich deine Waffe freischalte, freue ich mich extrem. In diesem Rotokommander freue ich mich irgendwie auch aus irgendeinem komischen Grund. Gut, wir werden erstmal Dings anspielen. Und erstmal wärme ich mich auf. Oh, Bizeps, nicht was. Trizeps meine ich. So, wow, jetzt ist es heiß, oh yeah. Jetzt war's es mit euch, Gegner. Ne, ohne Scheiß, ich kann wirklich nur spielen, wenn meine Hände warm sind. Team Deathmatch. Okay, los geht's. Gut, Team, wir können's schaffen. Gut. Extreme Beast, tu, was du kannst. So, jetzt ist warm, jetzt ist meine Hand warm. Geil, Alter. Was hab ich gesagt? Zwei. Ja, natürlich, er hat alle Kills bekommen. Was ist das für Geräusche? Ist er auf Droge? Sniper, kannst du mich bitte. Danke. Danke, dass ich den Kill bekomme. Danke, dass ich überhaupt Kills. Ja, jetzt bin ich warm. Oh, wow, wow, wow. Das ist nicht gut für die Gegner. Das ist nicht gut für die Gegner. Mama mia! Oh, wow, ich bin nicht da. Ah, Scheiße. Ich war längst hinter der Wand. Ich war längst hinter der Wand. Aber die Connections hat mal wieder gesagt: Nee, du warst vor der Wand. Definitiv, alles wird gut. Jeder ist mal auf Droge. Und da gibt es ziemlich viele Gegner. Deswegen werde ich hier einfach reinspringen. Was macht der da, Alter? So nach dem Motto, Danny, bitte kill mich, oder was? Da ist jemand drinne. Aber ich bin ganz ehrlich, ich will da gar nicht rein. Oh Gott, ich bin gerade richtig durcheinander, Alter. Ja, alles wird gut. Ich bin gerade richtig durcheinander. Oh mein Gott, ich bin da so durcheinander. Meine Kills. Meine Kills. Was ist das für Geräusche? Hör auf damit, du Penner, Alter. Nein, er hat mich noch bekommen. Ich dachte, er wäre zu blöd, um mich mit der Schrotflinte zu treffen, aber war ja leider nicht. Gut, ich schätze mal, die gehen jetzt an diesem Weg da lang, deswegen habe ich auch meinen Blitzschlag. Wow, zwei Kills. Ganz okay, ich gebe mich zufrieden. Mit einem Kill gebe ich mich eigentlich auch sogar zufrieden, ob ihr es glaubt oder nicht, aber zwei Kills sind Pflicht schon für mich. Wow, alles wird gut. Alles wird gut, auf jeden Fall, du hast immer recht. Ich hoffe, es gibt auch einen Moment, wo du mal nicht recht hast. Jetzt S-Mine. So, die S-Mine liegt da. Das heißt, jeder, der hier langkommt, wird sterben, oder ich. Ja, und da habe ich doch gesagt, der ist einfach zu blöd, um mit dieser Schuffel zu treffen. Einfach zu blöd. So, jetzt, die werden jetzt alle hier nicht spawnen, denn mein Team ist gerade hier gespawnt.
So, jetzt, der Sniper, der schläft. Oh, what the fuck? Habe ich mich gerade erschreckt? Da ist ein Gegner. Aber egal, ne? Da ist ein Gegner. Wieso merkt das denn keiner? Hallo? Natürlich! Team, sind die so blöd, auf die Karte zu gucken, oder was? Alter, wieder, wie blöd kann man aber auch sein? So. Also, es gibt wirklich viele, viele Sachen, die ich gerne mit euch besprechen würde, weil, zum Beispiel, dann geht's halt um die Leid. Ich will halt nicht, dass ihr so viel in die Kommentare schreiben müsst, weil sonst, keine Ahnung. Ich will halt, dass eine Frage beantwortet wird und das richtig. Und nicht irgendwie, dass 1000 Fragen und irgendwie beantwortet werden und nicht richtig oder sowas. Deswegen, so, den haben wir geholt. Easy, locker, flockig, das dürfte. Die kommen jetzt da lang. Nachladen ist eigentlich eine blöde Idee jetzt, aber okay. Okay, den haben wir auch geholt. Nein, Team ist... Ach, das war gar nicht mein Team. Ich dachte, mein Team wäre dort. Ah, okay. Geht ab gerade, muss ich sagen. Geht richtig ab. Oh, da ist einer. Nein! Ernsthaft. Oh, diese Schnurrfinden, die sind so überpowered, Alter. Gleich umbringen, Alter. Feinde haben die Drohne zerstört. Okay, wisst ihr was? Tada! Geschenk! Geburtstagsgeschenk! Ich kann mit dieser S-Mine nicht umgehen, Alter. Ich krieg gar keine Kills mit dieser Scheiße. Kann ich sie wieder... Nee, kann ich nicht, okay. Das wär's auch, wenn ich die wieder aufheben könnte. Oh! 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 Jesus! So viele! Oh, aber ich liebe die MSMC, so überpowered die Waffe. Und diese ganzen Argumente von wegen, wieso man nicht mit überpowerten Waffen spielen soll, verstehe ich leider nicht, weil, ganz ehrlich, wenn schon eine sehr starke Waffe im Spiel ist, wieso sollte man sie dann nicht spielen? Also ich habe das immer von damals in MW2 von der UMP. Da kommt natürlich die Semtex angeflogen, oder, nee, das war eine normale Granate. Und killt natürlich mich, so ein Glück, aber auch für die Gegner. Ja, das Ding ist, ich kann einfach nicht zielen, ich bin zu blöd. Und jetzt hätte ich die Semtex gebraucht. Ich warte jetzt mal kurz hier. Ich hab das Gefühl, hier kommt gleich einer lang. Okay, YOLO. Oh, oh, oh. Das sind so viele. Ja, natürlich, ich spiel gar keinen ab, gar keinen. Mein Team macht das Spiel auch so schlecht, ne? Obwohl wir am Gewinn sind, aber ich carry ja das Spiel. Flieg! Sei frei. Gönn dir Freiheit. Oh, oh, Team, Alter, wirklich. Ah, man kann die doch aufheben, guck mal. Cool. Ja, natürlich, jeder ist mal auf Droge. Ich gehe jetzt einfach hier rein, YOLO, Alter. YOLO-Style. YOLO-Style. Yo. Oh, den hab ich geholt. Easy, locker, flockig. Danke für den freien Kill. Oh, oh, oh mein Gott. Ey, nein, das sind so viele. Auf jeden Fall, auch du nimmst mal Drohnen, keine Sorge. Wir haben aber das Spiel gewonnen. Und verdammt, ich krieg keine 2,5er mehr KD zustande, weil ich einfach zu schlecht bin gerade. Keine Ahnung, was los ist. Ich kann irgendwie nicht denken, bin irgendwie dumm oder so, keine Ahnung. Ernsthaft nicht. Gut, oh, der ist sogar Deutscher. Cool, Alter. Oh, der hat das Beste, habt ihr das Emblem gesehen? Lass uns mal das Emblem kurz ansehen von ihm. Yeah. Das will ich sehen. Geh nicht aus der Lobby, geh nicht aus der Lobby. Wo ist er? Hier ist er. Der hat ein definitiv viel besseres Emblem als ich. Aber sieht schon cool aus, ne? Wie hat er das aber gemacht? Okay, ich bringe mich bis zu Ende schauen für diesen Part. Ich überlege mir auch, am Tag 2 Parts hochzuladen, dafür aber kürzer, weil, falls ich es nicht schaffe, wegen der Renderzeit und sowas, weil ein langes Video dauert halt länger zum Rennen und zum Hochladen, habe ich trotzdem ein Video da, was kürzer geht. Mal sehen, ich schätze mal, ich mache das abwechslungsreich. Manchmal geht der Part eine halbe Stunde, manchmal nur 5 Minuten. Okay, das nicht, aber manchmal nur 15 Minuten, manchmal 20 Minuten. Ich mache es einfach abwechslungsreich, damit immer viel Abwechslung dabei ist. Und ich bedanke mich fürs zu Ende schauen. Wenn es dir gefallen hat, bewerten und kommentieren bitte nicht vergessen. Sage mir, ob du Livestream willst und an welchem Tag ich am besten den machen sollte. Der sollte am Abend 2 bis 3 Stunden gehen. Sollte ziemlich witzig sein. Ich hoffe, in dem Livestream werde ich nicht so viele Level aufsteigen, weil sonst sieht es danach so aus, dass es keine Parts mehr geben wird, weil ich alles im Livestream fertig gemacht habe. Aber ich schätze mal nicht und ich bedanke mich, dass du eine Schauen, bewerten und kommentieren nicht vergessen. Abonniere jetzt meinen Kanal, um mein Sticker als Crewmember zu werden und um in Zukunft nie wieder etwas zu verpassen. Und dann sage ich nur noch ciao, ciao. Und ich rede gerade übel schnell, keine Ahnung wieso.